Moin, moin. Ja, hier ist wieder euer Delphi mit einer weiteren Folge mit World of Warship. Ja, heute sind wir mit einem russischen Kreuzer Diana Lima unterwegs. Ja, man sieht, das Schiff ist gut getarnt. Man hat auch vorne das russische Zeichen. Ja, ja. Das sieht ja wirklich schon fast wie ein kleines Schlachtschiff aus, aber nein, das ist auf jeden Fall ein Kreuzer. Ja, könnte schon vielleicht so ein mittlerer Kreuzer, wenn nicht schon bald ein schwerer Kreuzer sein hier. Gut, dann gucken wir mal erstmal auf die Daten. Also, der Kreuzer Diana Lima hat 152 mm Geschütze. Davon sind 8 mal eine und dann hat sie noch zusätzlich 24 mal eine kleinere Geschütze. Ja, da sehen wir sie. Gegen die großen sind jetzt hier noch extra kleine Kaliber an Bord. Ja, also das schätze ich, das wären bestimmt denn, keine Ahnung, weiß ich nicht, 60 oder 65 mm Geschütze sein. So, gut. Die Feuerreichweite betrug 11,8 Kilometer weit, 152 mm Panzerung, die Motorleistung betrug 11.600 PS und sie machte 19 Knoten Höchstgeschwindigkeit. Naja, für so einen Stahlkoloss, ja, könnte so ja ein Schlachtschiff schneller sein. So, wir sehen, wir sind gerade hier in Sankt Petersburg, ja. Also alles, wenn wir schon ein russisches Kreuzer spielen, dann muss es auch ein bisschen die Kulisse auch dahinter stimmen. Ja, da sieht man, die Brücke ist gerade hoch. Entweder sind wir gerade reingeschiffert oder wir wollen gleich in Krieg geschehen. Aber ich würde sagen, wir fahren erstmal in die Schlacht. So, starten wir erstmal. Ach, jetzt haben wir schon wieder eins vergessen und wollten es noch angucken. Na, das machen wir nachher denn. Ach, man will immer so schnell. Na bitte, da geht doch schon los. Noch keine 40 Sekunden. Inseln. Ja, das hört sich auch schon mal gut an, dass wir so ein bisschen auf der Inseln geschützt sind. Gefecht starten. Gucken wir mal auf die Karte. Wir sind gleich links in der Mitte, der weiße Dreieck. Ja, wir können entweder nach links oder nach rechts. Aber ich denke mir, wir werden versuchen jetzt hier nach links und dann werden wir komplett rechts abdrehen. So denke ich mir, so wird mein Plan sein. Genau. Weil die meisten kommen ja direkt von der Mitte. Die letzten Male die Schlacht beginnt. Haben wir uns jedes Mal von auswärts uns rankämpfen müssen. Versuchen wir jetzt hier so ein bisschen mehr in der Mitte zu bleiben, aber ich fahre erstmal nach da oben, dann komplett rechts abzudrehen. Ob die Taktik aufgeht, ja, das werden wir ja sehen. So, wir haben 3 Zerstörer. 2, 4, 6 Kreuzer. Ja, die Zerstörer, die immer so schnell vorwärts stürmen. Das ist, was ich immer nicht so... Oh, Entschuldigung. Gerade einen Schluck aus meiner Flasche genommen und meiner Brauseflasche und habe mir dabei fast verschluckert. So, jetzt werde ich erstmal ein bisschen abdrehen. Ich sehe gerade da vorne kommen die ersten. Ah, der ist ja ganz schön schwerfällig. Jetzt könnte ja bald wie so ein kleiner Schlachtkreuzer sein hier. So schwer fährt der sich. Aber da haben wir schon schlimmere gehabt. Da haben wir den ersten im Visier. Da sehen wir auch gleich, der Zerstörer kommt hier um die Ecke.
Torpedos voraus! Torpedos auf Backbord! Zerstörer gesunken. Hier gefährlich werden. Jawohl, der ist auch weg. Kreuzer versenkt. Alter, unser Seele. Team hat die Führung übernommen. Na, da kommt ein Kreuzer. Na komm. Kreuzer, den ich gerade im Visier hatte. Da ist er. Brennt doch schon. Jawohl. Der ist weg, aber das waren wir jetzt mal nicht gewesen. Unser Sieg ist in Sicht. Gegnerischen Kreuzer gesichtet. Ja, ich hab den unter der Linie. Dass die so lange überleben, ja, weil sie ziemlich klein sind und schnell. Bam, Körper. Ja, ich weiß, was der. Jawohl, den haben wir versenkt. Gegnerischer Zerstörer gesunken. Unser Sieg ist in Sicht. So, na denn, vollen Speed. Ahoi. Na bitte, bitte, das läuft doch. Weg ist er, jawohl! Gegnerischer Kreuzer zerstört! Unser Sieg ist in Sicht! Ja, voll! Im Brand gesetzt! Hoho, Treffer! Los, komm!
Bababam. Der muss halt schön einstecken hier, der Bursche. Jawohl, weg ist er. Da wurde er von unserem Zerstörer torpediert. Eiwandfrei, das Spiel. Das hat richtig Wahnsinn hier. Richtig Spaß gemacht. Ah, ich muss ja mal was trinken. Ah, so, also wir haben 9-mal einen Zieltreffer in Geschützturm erzielt, 5-mal in Brand gesteckt, 4 Schiffe haben wir versenkt und 7-mal Ausfälle verursacht und 77 Zieltreffer mit unseren Hauptgeschützen erzielt. 47.741 Schaden haben wir gemacht. 72 grüne Sternis, 703 weiße Sternis und 53.456 Money-Moneys bekommen. Also, das ist wirklich sehr gut gelaufen, muss ich sagen. So, dann gehen wir zurück zum Hafen in St. Petersburg. Also, jetzt gucken wir uns das Schiff nochmal erstmal ganz im Ruhigen an hier. Ah, schön gemacht, so war vorne mit die Anker da so. Ja, man sieht hier die großen Kaliber. Hier sehen wir an der Seite, wie bei einem alten Segelschiff, so angeordnet hier die kleineren Geschütze. Und hinten sieht man dann wieder die Hauptgeschütze. Ja, also Wahnsinn, das hat richtig Spaß gemacht. Also, wenn der trifft, dann macht der auch richtig, richtig Schaden mit seiner 152 mm Geschützen. Aber dadurch, weil er die kleinen hat, kann er ordentlich, ist ihm richtig zum Ballern. Ja, gut. Also, der Kreuzer aus Russland, Diana Lima, wurde 1901 in Dienst gestellt. Als geschützter Kreuzer, dessen Bauart typisch für den Zeitraum zwischen 19 und Anfang des 20. Jahrhunderts war, hatte sie eine für damaligen Verhältnis relativ gute Hauptbatterie. Das Schiff war mit einer Vielzahl an Geschützen der Sekundärbatterien ausgestattet. Ihre wichtigsten Teile wurden von der schrägen Deckpanzerung geschützt. Der Verbleib des Kreuzer Diana Lima wurde im Juli 1922 verkauft und im Herbst 1922 nach Deutschland geschleppt und in Bremen abgewrackt. Aha, also man weiß denn, wo dieses Schiff geblieben ist. Ja, also das Schiff wurde nach Deutschland, nach Bremen überführt und dort wurde dann verschrottet, abgefragt. Gut, ich hoffe euch, dass die Runde euch wieder genauso Spaß gemacht hat oder die Folge. Ja, würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr nächste Mal wieder reinschaut bei World of Warship. Ja, würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr ein Abo und Daumen da lässt oder schaut in meinen anderen Projekten einfach Team Delphi eingeben. Ja, ich sage für heute ciao, ciao, haut rein, euer Delphi. Bleibt gesund, Leute. Ciao, ciao.